King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Hallo und herzlich willkommen zu einem Ranking Stage Video Special 30 Jahre Tekken. So, ich habe mir, wie ihr schon gesehen habt, wieder das Enter the Tekken Intro erneuert durch ein neues Thumbnail. Da wird noch die gute Lydia hoffentlich, wenn sie kommt, da reingebaut werden. Das sind jetzt erstmal die Charaktere drauf, die ich gerne mag. Und ich habe mir so gedacht, ich mache eine Top 10 meiner Tekken-Spiele. Das wird ziemlich kontrovers, Leute. Das nur eins vorweg, das ist nur meine Meinung. Das ist, wie gesagt, auch nur meine Perspektive, wie ich zu diesen Spielen stehe. Und tatsächlich ist von den Tekken-Spielen keins davon richtig schlecht. Es gibt nur entweder die nicht so guten Teile oder die Teile, die man wo man sagen kann, kann man machen, muss man aber nicht. Und Platz 10 und 9 sind in dieser Kategorie, kann man machen, muss man nicht. Wenn man jetzt in dem Jubiläumsjahr, wo immer noch keine Collection da ist, wo wirklich die Titel fest auf den Plattformen gefangen sind, bis auf Tekken 2, wenn man eine PS3 hat, wie ihr nachher hier sehen könnt, dass man sich Tekken 1 und 2, glaube ich, nochmal holen konnte. Da empfehle ich aber, wenn ihr die Muße habt, einen amerikanischen Account zu machen und euch die NTSC-Fassungen zu holen, weil die sind deutlich besser spielbar und sehr viel nativer umgesetzt als die Versionen, die in der PAL-Version ihr bekommen könnt. Da muss schon ziemlich sagen, dass die Tekken 3 PAL-Version recht gut umgesetzt wurde. Da muss man schon sagen, dass wir haben, manche PAL-Versionen sind wirklich sehr gut umgesetzt. Aber die Rede erstmal hiervon, bevor ich hier ins Spiel gehe, ist Tekken 1 auf Platz 10. Und ich lasse hier Bilder drüber laufen über meine abfotografierte physische Version, die habe ich nämlich damals geschenkt bekommen, wie ich schon mal in der Radio Stage Folge schon mal sagte. Ich bin dann 1997 rangekommen. Dieses Spiel ist zum Start der PlayStation 1 reingekommen. Ich muss persönlich sagen auch, ich habe davor, wie gesagt, mit Tekken 2 angefangen und ich muss persönlich sagen, ich habe auch, also dieses Spiel würde mich persönlich auch nicht zum Fan dieser Reihe machen. Diese Verpackung hat viele, also die habe ich so bekommen, die habe ich auch so behalten. Ich habe versucht, eine bessere Jewel Box dafür zu finden und wie ihr seht, habe ich hier auch keine Anleitung dabei. Die hatte natürlich verschludert, aber die Jewel Box, ich hatte noch eine zerbrechlichere. Also das ist schon eine Jewel Box, die ich nochmal benutzt habe für Tekken. Und ihr seht, Tekken 1 hat nicht so für mich die Bewandtnis, dass ich hier tatsächlich mir Mühe gebe. Klar, ihr seht auch die abgebrochenen CD-Halterungen nachher in diesen Bildern. Aber Hauptsache, ich habe Tekken 1 in der Sammlung als sentimentalen Wert. Es ist für die Historik schon ziemlich wichtig. Und ich muss persönlich sagen, ja, ich habe es gerne im Regal stehen. Es ist dabei und man kann es kaum glauben, dass dieses Ding jetzt schon 30 Jahre alt ist. Und das wäre es erstmal zu dem Ding, wie ich zu meiner physischen Version von Tekken 1 kam, wo ich tatsächlich mal gucken, immer ein Jewel Case, besseres Jewel Case vielleicht finde, aber naja. Okay, gut. Wollen wir nochmal ins Spiel reinschauen? Das wird jetzt hier kein Playthrough oder sowas, das ist einfach nur jetzt, ich rede einfach aus der Seele heraus, wie meistens immer. Und ich will einfach nur euch zeigen, was ich so gefühlt habe,
also beziehungsweise woran ich dran setze, dass dieses Tekken nicht das Beste in der Reihe ist. Ich meine, ey, ne? Das ist jetzt ähnlich wie Tekken 5. Das ist ähnlich wie Tekken 5. Es startet mit einem Arcade-Game. Und das ist dann jetzt komplett in die PlayStation geladen. Das heißt, man könnte eigentlich die CD jetzt rausnehmen. Und man könnte was anderes schnell dadurch ersetzen. Ja, weil das ist jetzt in die PlayStation geladen. Das Spiel ist nicht wahnsinnig groß. Wir lassen mal das Intro hier nochmal ablaufen. Law fand ich, ich fand es immer komisch, dass Law hier Elemente hier beschwören kann. Mina ist gut dargestellt, Paul ist gut dargestellt und dann kommt jetzt Kazuya. Huah! Ich kann eine Kerze ausboxen. So. Tekken. Ja, nicht sonderlich das fancyste Opening. Na, und jetzt. So. Test Mode. Also Option. Ach ja. Oh, mein Start Button ist ein bisschen. Ja, ich habe auf Easy gestellt, wenn ich das zwischendurch mal spielen wollte. Ich habe tatsächlich die Arrange-Version hier. Ich habe, wie gesagt, das ist ein Spiel, das nehme ich nicht ernst. Ne? Also Leute, da müsst ihr, wie gesagt, ihr habt einfach hier, ja, King Kazuya. Ich habe hier überwiegend nur King und Kazuya gespielt. Characters? Ja, Kazuya habe ich natürlich am meisten gespielt, dann King. Also das Ding ist einfach, Tekken ist einfach pur der Arcade-Mode. Das heißt, falls ihr die Tekken 5-Version besitzt, ne, mal gucken, wie viel ich habe. Guck mal, ich habe Armor King, ich habe Lee. Ja, und mehr habe ich nicht, weil ich habe nicht weiter gespielt. Aber das sind definitiv mehr Leute, als du haben kannst, ne? In der Arcade-Version bewegen die sich sogar noch, ja? Round 1. Fight. Also die Version ist schon gar nicht mal schlecht, ne? Aber vor allen Dingen das hier. Das hier ist aus dem Gimmick. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das ist einfach nur ein Spiel mit der Perspektive. Die Bewegung auch von dem Spiel. Und da wechselt die Kamera, ne? You win. Round 2. Ne, aber so gesagt, wir beenden jetzt das mal. Letzten Endes, Tekken 1 ist, würde ich sagen, der Titel, wo man nicht tatsächlich Tekken-Fan wird, deswegen Platz 10. Es ist historisch wichtig, ein wichtiges Spiel natürlich, ohne Tekken würde es jetzt nicht die restlichen Spiele geben, aber das ist tatsächlich nicht der Teil, wo man wirklich sagen kann, hey, aus historischen Gründen kann man da tatsächlich reingucken, wenn ihr die Tekken 5 PS2-Version besitzt mit der Arcade-Version. Ich glaube, das ist sogar die Version B-Version. Da werden wir sogar nochmal reinschauen, wenn wir zu Tekken 5 kommen, weil das würde mich nochmal stark interessieren. Ich weiß jedenfalls bei Tekken 2, dass man da die zweite Version genommen hat mit den ganzen Charakteren, wenn man falsch spielen kann. Die Version B-Version. Man muss bedenken, auch für die Konsolen haben sie immer extra Charaktere reingebaut, extra Filme gemacht und Endsequenzen. Und nichtsdestotrotz, wenn selbst die Entwickler, ja,
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gerücht ist oder so, aber wenn selbst die damaligen Entwickler gesagt haben, dass dieses Spiel vielmehr ein Test, ein Grafikmotortest war, als reines Spiel, dann merkst du das. Dann merkst du das ganz genau, wo Tekken 2 das eindeutig bessere Spiel ist. Und ja, technisch auch einfach ein ganz weiter Sprung ist. Das war halt eine Engine, mit der sie arbeiten mussten. Ne? Klar, Ridge Racer war natürlich das bessere Resultat als Spiel, aber sie haben von dieser Ridge Racer Engine Tekken gebaut und das ist dabei rausgekommen. Ich persönlich, wie gesagt, Tekken historisch wichtig für die Reihe. Ich finde aber, kann man machen, muss man nicht. Für, wenn das in der Collection drin wäre, hey, schaut mal gerne rein, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Alles klar, das wäre mein Platz Nummer 10 und dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 9. Und mein Platz Nummer 9 in meiner Top 10 Tekken Games ist Tekken 6 natürlich. Tekken 6 kam 2009 für den Handel raus. Wir haben sozusagen dadurch das Update Bloodline Rebellion bekommen. Das heißt, wir haben nicht nur Bob und Leo bekommen, sondern wir haben auch Lars und Alicia Boskonovovic bekommen. Ja, unter anderem war es auch das erste Tekken, was eine Unreal Engine benutzt hat. Das war ihr erstes Tekken, wo sie dann halt keine eigene Engine mehr gebaut haben. Ich muss aber persönlich sagen, ja, wieso kommt nach Tekken 1 Tekken 6? Tekken 6 hat so manche Probleme. Ich zeige euch hier jetzt gerade Bilder von meiner physischen Version. Ich habe diese physische Version, wo es neu rauskam, bei Mediamarkt. Hab ich überhaupt noch das irgendwo? Jedenfalls nicht, aber auf jeden Fall, das Manual ist in Farbe. Oh, und ich sehe gerade, hier wird eine PlayStation 3, ist das die Slim-Variante? Ja, das ist, glaube ich, schon die Slim-Variante, die gezeigt wurde. Jedenfalls, Namco hatte hier definitiv für Tekken 6 ein voller Farbe gesetztes Manual. Ich muss sagen, ich habe das für ohne Scheiß 49 Euro damals geholt, neu. Und ich war ziemlich verdutzt, weil ich keinen geraden Betrag gekauft habe. Ja. Und hier wurde nochmal die grundlegenden Techniken, Hinweise, Mitwirkende. Ach du Scheiße, Dragon Ball Rage and Blast. Notizen. Ja, auf jeden Fall, Lars war als sozusagen der Held hier dargestellt. Diese physische Version, ich muss sagen, das Cover sieht geil aus. Also, ne, klar, Heihachi, Kazuya und Jin hier vorne auf dem Cover. Das Tekken-Logo hat jetzt ein Update bekommen. Das ist das Tekken-Logo, was wir bis heute ja sehen. Also, wir gehen mit diesem Tekken-Logo schon seit 15 Jahren durch die Gegend. Ich weiß nicht, warum sie wie in den ersten 7 Spielen, wie sie da immer das Logo geändert haben. Ne? Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken Tag Tournament, Tekken 4 und Tekken 5. Klar, Tekken 5 hat jetzt nicht das beste Logo, aber ich muss sagen, diese Tekken-Schrift ist markant. Ist markant, definitiv, hat einen coolen Style und man kann eigentlich viel draus machen. Ich finde, dass in Tekken 8, dass das schon ein bisschen bröckelt. Ja, das ist halt, das erzählt ein bisschen Story. Ich finde aber am besten neben dem Logo noch den japanischen Schriftzug, dass er dahinter nochmal ist. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist dann bei Tekken 7 nicht mehr der Fall. Genauso wie bei Tekken 8. Dass der japanische Schriftzug, also die japanischen Kanji-Zeichen nicht mehr dabei sind. Jedenfalls, ja, auf der Rückseite mehr als 40 einzigartige Kämpfer, das muss man schon sagen, hochauflösende Grafik und 3D-Animation. Also 720p, das war HD-Grafik, nicht Full HD. Und das war
Das war, wenn man bedenkt, dass dies hier nur, dass dies hier das erste Tekken auch ist, was für die Xbox 360 rauskam. Das kam auf einer Blu-ray raus, klar. Ne? Die PlayStation hatte Blu-ray Laufwerke. Also ich muss persönlich sagen, auch die PS3-Version ist bisher die beste Variante, wenn man Tekken 6 spielen will. Es gab auch eine PSP-Variante von Tekken 6. Die habe ich tatsächlich nie gespielt, wie die technisch sich vom Spielen her macht. Natürlich ist die von der optischen Darstellung natürlich bestimmt schwächer. Ich muss aber persönlich sagen, ich habe mit Tekken 6 eine gute Zeit gehabt. Wir haben natürlich alle Tekken 6 gespielt. Es war das neue Tekken. Ich war persönlich sehr enttäuscht. Das Problem war, dass alle Charaktere grundverschieden aussahen. Manche waren komisch animiert, manche waren nicht ganz fertig durchgedacht. Bestes Beispiel war natürlich bei mir Xiao Yu. Deswegen habe ich in diesem Spiel tatsächlich am wenigsten Xiao Yu gespielt. Da können wir gleich nochmal reinschauen. Auf jeden Fall, was meinen Kauf angeht, ja, ich war ziemlich glücklich, dass ich dies hier hatte. Dann gehen wir doch mal auch in Tekken 6 rein und schauen nochmal kurz rein, was hier los ist, weil ich muss persönlich sagen, das ist eines der Spiele, die man retrospektiv tatsächlich ja, nicht unbedingt nachholen muss. Ja, nicht wundern, dieser graue Balken da unten, das ist nämlich von meinem Cloner HD. Ja, das Problem hier auch war, dass sie Jin hier zu einem ja, Kriegsverbrecher gemacht haben, weil sie sich den dümmsten Storyplot ausgedacht haben. Das hätte man viel besser machen können. Man hätte das eigentlich mit Safina machen können, dass sie eher was mit Azazel zu tun hat. Hat sie auch stärker auch. Wir können uns ja mal das Intro nochmal angucken, was ich finde technisch sehr beeindruckend ist. Ich finde, das ist auch der Titel, das ist der Teil, wo viele mit der Tekken-Serie pausiert haben. Viele haben in der Zeit, wo Street Fighter 4 das Maß aller Dinge war, ist klar, ganz klar, Tekken war zum zweiten Mal, meines Ansichts nach, wieder der Verlierer. Aber nicht so krass wie bei Tekken 4, dass das niemand gespielt hat. Das haben wirklich viele Leute ausprobiert und gespielt und haben gesagt, nee, das gefällt uns nicht. Ach, stimmt, Miguel. Ich vergesse immer Miguel, weil Miguel, das ist so ein Charakter, wo ich mir denke, ja, prügeln. Also Straßenkampf in your fucking face. Naja, was soll man machen? Leo Kleesen war für mich, ja, ich freue mich immer, wenn eine Deutsche irgendwie dargestellt wird, androgyn, klar. Aber mit Bungee-Quan, hallo? So, und hier fängt es richtig an, wenn wir mit Bob, das fand ich geil, dass Tekken den besseren, schwergewichtigen Kämpfer hat als Street Fighter, weil, mein Gott, der war schlimm. Ja, die alte Rivalität, Lilly gegen Asuka. Ich weiß nicht, wie das heute so ist. Dass Brian und Paul mal was hatten? I don't get it. Das ist so ein bisschen random. Das wurde nicht mehr so, das wurde gar nicht thematisiert. Das hätte ich gern gewusst, ja. Hier fing es auch ein bisschen an, dass diese persönlichen Stories ein bisschen weggingen. Ah. Und hier kommt das Tekken-Kostüm, was wir jetzt in Tekken 8 haben bekommen, weil Kazuya springt aus dem Hubschrauber. Und das konnte man nicht in Tekken 6 oder jeweils in Tekken spielen haben. Und jetzt können wir es in Tekken 8 spielen. In ziemlich guter technischen Grafik. Ne? Also der Darsteller. Und hier sieht man, dass Safina viel mehr eine Bindung zu Azazel hat. Der schlimmste Endgegner, den sie je erfunden haben. Also wirklich Bullshit as fuck. Und, aber ich muss eins sagen, das Logo kommt richtig geil. Ne? Okay.
Ich muss aber trotzdem sagen, Tekken 6 ist jetzt nicht der Totalausfall. Keines dieser Tekken-Spiele ist tatsächlich Mist. Es gibt nur, wie sagen wir, nicht so gute Spiele. Beat'em Up Master ist ja immer ganz lautstark und sagt, Tekken 6 ist das schlechteste Tekken von allen. Wenn wir jetzt Tekken 1 mal außerhalb der Wertung nehmen, dann würde ich ihm persönlich sagen, ja. Persönlich, ja. Tekken 6 ist wirklich nicht geil. Also, ja, das Customization, der Customization Teil hier ist wirklich nicht schlecht. Weitere Option. Bewegungsunschärfe. Da könnte man. Dass man das Spiel nochmal installieren konnte, damit es schneller lädt, das war auch so eine typische PS3-Krankheit. Ich gucke gerade, wie ich das am besten einstelle. Schnellauswahl. Video überspringen. Aus. Schnellauswahl. Aus. Abwehrschaden. Man musste auch tatsächlich einige Einstellungen hier machen. Weil der Abwehrschaden, der war optional. Also das ist schon. Ja. Untertitel natürlich. Es war auch, wie ihr seht, das war quasi aufgebaut wie so schon teilweise ein Service-Game. Ja, man hat hier quasi, also die haben schon ein bisschen zukunftsmäßig schon gedacht. Hey, das ist schon, das ist die Zukunft. Spielereinstellung. Hauptcharakter wählen, Hauptarena. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde schon fast sagen, dass wir hier das nehmen, weil das ist der Track, der mir eigentlich am besten gefällt. Warum man in den Wald nicht reinkommt, ne? Ist mir ein Wunder. Also ich glaube, ich muss das kaufen. Aber natürlich gehen wir hier hin. Ne, weil dort ist Karma. Ne? Boom. Ne? Hauptcharakter wählen, natürlich. Wir können uns mal die Charaktere hier angucken. Aber das können wir doch lieber machen in der Dingens. Oh, also ich glaube, ich stelle mal gleich nochmal die Darstellung um. Das ist mir doch ein bisschen. Aber das ist sowieso. Ein bisschen krass hier dargestellt. Anpassen Ergebnisse. Wir können mal die Ergebnisse angucken. Ich habe es tatsächlich 80 Stunden gespielt. Das ist sozusagen 20 Stunden über den Standard. Also ich habe Tekken 6 tatsächlich nicht viel gespielt. Kampfergebnisse. Okay. Überleben. Ich habe tatsächlich auch online gespielt. Gar nicht mal so übel, wenn man so bedenkt, dass man überwiegend mit Koreanern und Japanern verbunden wurde nachts. Ne? Mitspielersuche, da haben wir ein bisschen mehr gewonnen. Ich weiß noch, also wir haben damals mit Kumpels, da war ich noch in, wir waren noch in so einer damaligen Clique, da haben wir uns immer was zu essen geholt und Alkohol. Ein bisschen. Und dann sind wir online gegangen und dann haben wir echt die wildeste Scheiße abgezogen. Ne? Kampfpunktzahl. Charaktereinsatz. Ich habe tatsächlich Xiaoyu hier am wenigsten gespielt. Das ist schon wirklich hart. Dass Eddie hier drin ist, das vergesse ich immer wieder. Aber dass ich Kazuya hier am meisten gespielt habe, weil mir Kazuya tatsächlich noch sehr, sehr viel gut gefallen hat. Leo natürlich. Asuka hat mir auch wirklich noch ziemlich gut gefallen. Bob, ja, ich habe.
großer Xiaoyu. Xiaoyu ist wirklich auf dem 13. Platz. Ich habe sie hier tatsächlich nicht gemaint. Ne? Das würde aus der heutigen Sicht natürlich was anderes sein. Bob natürlich, da hat mein guter Kollege Bob genommen. Ja, die höchste Survival Challenge, ob ich hier in Tekken 6 tatsächlich machen würde, ist eine ganz andere. Steht auf einem ganz anderen Stern. Ach ja, da gibt's nochmal den. Hier, die Kampagne. Das ist sozusagen das, woran sie ja gearbeitet haben. Online-Modus, Offline-Modus. So, und dann gibt's Arcade-Kampf, Geisterkampf tatsächlich, Teamkampf, Zeitangriff. Also das ist sozusagen das letzte Tekken, was diese drei Modi haben. Ne? Teamkampf, Time-Attack und Survival. Training muss ja sein. Geisterkampf und Arcade ist ja mal, also Arcade und Geisterkampf haben sie ja meistens noch drin. Ne? Bei der Galerie Kampagnenprolog. Videos. Seht ihr die Anleitung bei der Version von Tekken 6 an? Achso, hier. Und da zum Beispiel muss ich tatsächlich sagen, das hier. Das hier ist zum Beispiel ein richtig geiles Intro. Das ist auch technisch wirklich beeindruckend gemacht. Das ist auch das, was referenziert wurde in Tekken 8. Aber ich sag mal so, wenn ihr mehr von Tekken 6 sehen wollt, dann geht in meine Enter the Tekken-Reihe und schaut euch die Playthroughs mit Leo, Kazuya und Xiaoyu an. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Also, wir haben auch eine Fight Night gemacht mit Salvation Tenchi und Beat'em Up Master. Ich muss aber persönlich sagen, ja, man hat kurz Spaß mit dem. Weil es der Anfang von in Richtung neuer Tekken war. Mit der Insel. Und da ist sie, mein allergrößter Albtraum. Alicia Boskonovic. Hier noch tatsächlich nicht so schlimm. Hier noch nicht tatsächlich so schlimm wie ab Tekken Tag 2, weil das ist echt absurd! Aber dieses Arcade-Intro ist viel besser als das Original. Klar, es stellt halt nur zwei neue Charaktere dar und im Flug wird noch Xiaoyu gezeigt. Aber um die beiden ging es die ganze Zeit. Und hier wurde der Punkt gesetzt mit... Ja, ihr kennt alle gleich das markante Logo-Intro. Da wurde sich immer die Frage gestellt, wer gewinnt diesen Faustkampf? Ne? Bloodline Rebellion. Ja. Und daher ist auch dieses Tekken 6. Ja. Natürlich habe ich alle Enden freigespielt, weil die muss man in der Kampagne freispielen. Was völliger Mumpitz ist, weil da kommst du nicht drauf. Da musst du in die Kampagne gehen. Für den nicht in der Arcade-Version verfügbaren Story-Modus. Ne? Den haben sie extra gebaut und waren sehr stolz drauf. Man konnte Co-op online spielen, ja? Einzelspieler. Ich will nur mal gucken, wo man das machen kann. Ich glaube, da gibt es eine Station. Kazuya Mishima. Ah, stimmt. Und das ist die Arena. Und da kann man die Enten freispielen. Wer dieses Turnier gewinnt, erhält den Titel Tekken Lord. Es ist der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte von Tekken. So, pass auf. Und dann kommt... Boom, boom, boom. Man kann mit Lars und Alicia nicht spielen, weil man die Enten ja so bekommt. Ne? Das ist schon sehr, sehr lustig. Ich frage mich, wie ich Kazuya anders gekleidet habe. Ich denke mal nach Tekken 4 Style. Ja, ziemlich Tekken 4 Style. Das ist quasi der Arcade-Modus, der nicht in den Arcade drin ist. Was völlig komisch ist. Das ist so verwirrend as fuck.
Ja, ich hätte das eher machen sollen, aber ich wollte den normalen Arcade-Modus machen. Und dann gucken wir noch mal auf das Technische. Round 1. Fight. Also ich muss persönlich sagen, Kazuya ist schon auch hier nicht mehr schnell. You win. Round 2. Fight. Und weg mit der Scheiße. Ich habe auch extra sogar die Sohlen in Orange gemacht, wie in Tekken 4. Weil das ist wirklich ein geiles Outfit von Kazuya gewesen. Außer natürlich jetzt die Brille. Die Brille, ich bin Matrix-Fan. Sorry, dass ich immer so ein bisschen Tekken dazu verleite, ein bisschen in der... Guck mal, die haben nicht mehr Special Intros, das wäre ziemlich cool gewesen. Round 1. Fight. Ja. Und hier war natürlich auch neu dieser Schalleffekt. Da waren sie auch ziemlich stolz drauf. Naja, und das wär's so ziemlich, was ich so mit Tekken 6 so gefühlt habe. Also, ich vermisse tatsächlich Tekken 6 nicht mehr, da man viel besser zu... Es gibt ein viel, viel besseres Spiel und was viel besser ausgearbeitet ist, und das ist, nennt sich Tekken Tag Tournament 2, und es macht viel mehr Spaß. Ja? Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Spiel, kann man machen, muss man nicht. Definitiv. Und ich muss persönlich sagen, ja, nichts gegen Tekken 6, aber es ist halt nicht sehr glanzvoll. Das muss man schon tatsächlich sagen. Okay, ich würde sagen, das wär's mit meinem Platz Nummer 10 und 9 meiner Top 10 Tekken Games. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und das ist so ein Anekdotenvideo, genau. Diese Ranking Stage nutze ich jetzt nochmal so als Anekdotenvideo, wie ich so fühle. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Ranking Stage oder gar Tekken Zeug gefällt, dann lasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ich würde sagen, ja, wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt, wie ich meine Top 10 hier in Nostalgie schwelge. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ich wünsche gerne, dass ihr eure Meinung zu Tekken 1 und Tekken 6 gerne mir geben könnt. Ja, wie gesagt, es ist meine Ranking Stage, das sind meine Gefühle zu diesen Spielen. Und das sind beide Spiele, kann man machen, muss man nicht. Dann kommen wir aber langsam zu den Spielen, die gut sind. Ne, okay sind. Die sind wirklich okay. Das heißt, die sind okay. Ja. Aber das werden wir sehen bei meinem Platz Nummer 8 und Nummer 7. Alles klar. Ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Get ready for the next battle. Yeah.